Toskana mit ihren Juwelen, der Architektur und der Gartengestaltung bezaubert seit Jahrhunderten Menschen aus aller Welt. Neben bekannten Touristenzentren wie Florenz gibt es Regionen, die sich noch viel von ihrer Ursprünglichkeit bewahren konnten. Das sanfte Hügelland um Lucca im Nordwesten der Toskana ist ein Landstrich, in dem Weinberge, Olivenhaine, verträumte Dörfer und unzählige prachtvolle Villen mit ihren Gärten zu einem magischen Ganzen verschmelzen. Wie schlafende Schönheiten präsentieren sich diese Anwesen, umgeben von einzigartigen Gartenlandschaften. Und tatsächlich wurden einige von ihnen erst in den letzten Jahren wieder wachgeküsst. Mit großem Aufwand, liebevoll restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Jedes Jahr im März lässt die Kamelienblüte die weitläufigen Parkanlagen der Lucchese Villen aufs Neue in einer einzigartigen Farbenpracht erstrahlen. Die Kamelie hat in Italien eine große Bedeutung, da sich im Laufe der Zeit viele sehr bedeutende historische Persönlichkeiten mit der Aufzucht von Kamelien beschäftigt haben. Anfang des 19. Jahrhunderts hatten diese Blumen zudem auch einen ideellen Wert. Sie galten oft als Zeichen für Patriotismus, vor allem zur Zeit der italienischen Unabhängigkeitsbestrebungen um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Wer sich eine Kamelie ins Knopfloch gesteckt hat, hat damit seine Zugehörigkeit zur Unabhängigkeitsbewegung gezeigt. Vor allem, wenn es eine Blume mit roten Blüten, weißen Flecken und grünen Blättern war. Die Kamelien sind für uns sehr wichtig, da viele Touristen, leidenschaftliche Blumenliebhaber und Botaniker wegen dieser Blume zu uns kommen. Man sagt, dass Elisa Bajocchi, die Schwester Napoleons, ihren Bruder Giuseppe darum gebeten hat, ihr die ersten Kamelien aus Caserta mitzubringen. Dank dieser ersten Pflanzen sind wir auch heute, 150 Jahre später, in der Lage, diese großartigen Kamelien zeigen zu können, die heute wie schon damals unser Auge erfreuen. Das Besondere an unseren Pflanzen ist ihre Größe. Kamelien wachsen nur sehr langsam. Bei uns haben Besucher die einzigartige Möglichkeit, riesige, sortenreine Kamelienbäume zu sehen. Dieses Landgut ist etwas ganz Besonderes. Wenn man hierher kommt, um die Villa Reale zu besuchen, besichtigt man nicht einfach nur irgendeine Villa mit umliegenden Wiesen und Gärten. Es ist vielmehr ein Ensemble von Gärten und Palästen, das uns während eines Spazierganges an jedem Eck aufs Neue verwundert und begeistert. Genau das ist es auch, was die Leute, die hierher kommen, am meisten verzaubert. Sie kommen nach ihren Spaziergängen zu uns, um uns von ihren Eindrücken zu erzählen und wie überrascht sie immer wieder waren, hinter jeder Ecke etwas Neues entdeckt zu haben. Es ist ein Ort, den man selbst erkunden muss und an dem man sich in die verschiedensten Epochen zurückversetzt fühlt, in all die verschiedenen Jahrhunderte, die diesen Ort zu etwas so Besonderem gemacht haben. Die neuere Geschichte der Villa Reale beginnt 2015. Damals haben die neuen Besitzer, eine junge Schweizer Familie, beschlossen, dieses Abenteuer in Angriff zu nehmen.
Die Aufgabe bestand darin, ihrem neuen Eigentum wieder zu seinem alten Ruhm und Glanz zu verhelfen, nachdem es jahrelang leider so grob vernachlässigt worden war. Die Villa war nicht mehr die schönste von allen, zu der sie jetzt wieder geworden ist. Der Landsitz erstreckt sich über 16 Hektar. Man muss sich also vorstellen, was es bedeutete, 16 Hektar Land und Gut mit Feldern, Sträuchern und all den alten Bäumen, die unbedingt tägliche und intensive Pflege benötigten, wieder instand zu setzen. Außerdem gibt es auf dem Anwesen 8 Paläste und Häuser, die ebenfalls sehr heruntergekommen waren und restauriert werden mussten. Dächer, Fassaden, aber auch die Innenbereiche mussten wieder hergerichtet werden. Die neuen Besitzer haben schließlich mit der Restaurierung der Gärten begonnen und danach die Fassaden der Paläste restauriert. Außerdem gibt es hier sehr viele Statuen und Vasen aus kostbarem Carrara-Marmor. Sie waren in schlechtem Zustand und völlig schwarz. Alleine die Restaurierung der Statuen und Vasen hat 3 Jahre gedauert. Heute erstrahlen sie wieder in herrlichem, blendendem Weiß. Elisa Bonaparte war von 1806 bis 1814 Prinzessin von Lucca. Das war ein relativ kurzer Zeitraum und dennoch entstanden in dieser Periode große Meisterwerke der Architektur. Vor allem Bartholdi, der bekannte napoleonische Architekt aus Paris, überwachte strengstens alle Arbeiten, die die Familie Napoleons in dieser Zeit in Italien in Auftrag gab. Für die Villa Reale in Marlia machte er den Vorschlag, den barocken Teil des Anwesens und somit den ursprünglichen zu erhalten. Trotzdem ist dieser Garten wohl eines der bekanntesten Beispiele für den Stilwandel der unterschiedlichen Epochen. So wurde mit der Zeit aus einem reinen Barockgarten ein Landschaftsgarten, in dem die barocken Elemente in die neue Gartenlandschaft einfließen. Die Villen hier sind Orte, wo Theater gespielt wurde. Das Theater besteht dabei hauptsächlich aus dem Garten, in dem sich vor allem die Natur in Szene setzt. Zur gleichen Zeit nimmt die Szenerie des Gartens auch das Theater in sich auf. Es kommt hier gewissermaßen zu einem Austausch, bei dem sich dieses Konzept in der für das Barock so typischen Architektur wiederfindet. Der Höhepunkt und Triumph der barocken Vorstellung war dann zweifelsohne die Erfindung des grünen Theaters. Marlia ist ein perfektes Beispiel dafür. Es ist eine Metapher, das Sinnbild eines Theaters, das sich in das Innere eines Gartens einbettet. Das ist ein gartenarchitektonisches Konzept, bei dem die Form eines echten Theaters nachempfunden wird. Anstatt architektonischer Bauelemente wird die Natur so geformt und gestaltet, dass sie wie ein architektonisches Bauwerk wirkt und so den Schauspielern und dem Publikum den notwendigen Raum bietet. Selbst der Souffleurkasten und all die mobilen Teile eines Theaters finden in diesem Konzept ihren Platz. Der Eindruck eines Theaters wird zusätzlich durch Statuen verstärkt. Die Statuen von Marlia sind Figuren aus der Commedia dell'arte, sozusagen stille Schauspieler, die in diesem grünen Theater rezitieren. Die Parkanlage der Villa Reale mit ihren vielen Themengärten gilt zu Recht als das Juwel unter den Gärten der Lucchese Villen. Erhalten geblieben ist auch die Grotte des Pan aus dem späten 16. Jahrhundert. Die Villen waren eine Möglichkeit, den Reichtum aus dem Handel mit dem Ausland, aber auch mit Italien zur Schau zu stellen. Der Handel innerhalb Europas, vor allem in Mitteleuropa, war sehr bedeutend, besonders mit Frankreich, Deutschland und Polen. Der damit erwirtschaftete Reichtum wurde in Ländereien investiert.
La grande diffusione della villa nel territorio di Lucca. So kam es zu dieser unglaublichen Anzahl an Villen in der unmittelbaren Umgebung von Lucca. Es gibt hier mehr als 500 Villen, eine neben der anderen. Das ist wohl einzigartig in unserem Land. Und diese Einzigartigkeit hat ihren Ursprung in der Lucchese Gesellschaft. Denn es war eine Gesellschaft von Kaufleuten. All diese Pracht entstand im 16. Jahrhundert, also zu der Zeit, als es in Lucca viele bedeutende Händler gab. Damals kam es zum Höhepunkt des Villenbaus. Die typische damalige Villa war eine Villa Rustica, eine Landvilla. Eine Villa Rustica war ursprünglich nicht sehr prunkvoll. Erst im Laufe der Zeit erhalten einige von ihnen nach und nach diese Pracht. Die meisten der Villen jedoch behalten bis hinein ins 19. Jahrhundert die typischen Eigenschaften eines Landsitzes. Edifici che si caratterizzano per la compattezza dei volumi con. Diese Art Villa ist gekennzeichnet durch ihren kompakten Baustil, durch große Loggien und durch eine zentrale Achse, die das Haus durchläuft und die beiden gegenüberliegenden Seiten, also die zwei Gärten, miteinander verbindet. Den der Öffentlichkeit zugänglichen Garten, der bei Empfängen genutzt wird, und den geheimen Garten, den Lustgarten, der hinter dem Haus versteckt zu finden ist und den privaten Bereich der Familie darstellt. Charakteristisch sind weiters die großen Loggien, die einen großen Teil des verfügbaren Platzes einnehmen, ohne jedoch sonderlich aufzufallen, da sie faktisch ins Innere mit eingegliedert sind. Mehr als 300 Besitzerinnen und Besitzer dieser traumhaften Bauwerke um Lucca im Nordwesten der Toskana bewohnen ihre Villen tatsächlich noch. Viele von ihnen haben sich in einem Verband zusammengeschlossen, der sehr gut funktioniert. Gemeinsam wollen sie ihr kulturelles Erbe bewahren und auch andere daran teilhaben lassen. Beides erfüllt sie mit Stolz und Freude.